Herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Hier ist wieder der Kid Carus, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und ich habe ein bisschen Wizard 101 mitgebracht. So, ich bin hier bei einem Endgegnerkampf. Und der Endgegner ist schon tot und leider habe ich den Zweitgegner nicht kaputt bekommen. Da habe ich irgendwie falsch geplant. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Den Gegenschlag braucht man nicht. Jetzt muss ich drauf warten, dass ich den Ifrit auf der Hand habe. Falls ich den überhaupt noch im Deck habe. Ja doch, ich habe den Eimer auf jeden Fall drin. Warum habe ich den denn überhaupt weggeklickt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kaius. Naja. So schlebe. So, ich mache mir jetzt schön die Schilde drauf. Und dann kann der mich mal gern haben. Aha, guck mal, wer da ist. Ach, Meteoriteneinschlag. Ach, das haut aber nicht hin wahrscheinlich. Der hat eine Falle. Ich habe eine Klinge. Wir haben den Kreis und ich habe jetzt gleich hier noch die Aura um mich rum. Das müsste reichen, um den kaputt zu machen. Mit dem Ifrit. Der muss noch nicht mal verstärkt sein oder sowas. So, ich habe zweimal das drauf. Das machen wir weg. Das brauchen wir auch nicht. Gut, wenn wir schon mal dabei sind. Machen wir noch das. So, mein lieber Freund. Dann ist es jetzt aber wirklich vorbei. Und dann bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Ich hoffe, es kommt nicht wieder Tiefenstein oder wie die heißen. Tiefenbrut. Tiefbrut. Wie auch immer. Ich hoffe nicht. Ich hoffe so sehr, dass das nicht wieder die sind. Zwei oder drei Gegner auf einmal. Dann kriege ich nämlich echt Tränen in den Augen. Halte ein. Ich bin geschlagen. Doch mein Geist ist wieder klar. Ich erinnere nun meinen Namen. Eriko, vergiss mal nicht. Ah, Eriko. Der Eriko. Hi, Eriko. Du bist hier auf Bitte von Amelia Sternenstaub? Dann will ich dir gerne helfen. Der Himmelshirsch wird von Fallwind-Elementaren in Schach gehalten. Um ihn zu befreien, musst du sie besiegen. War ja total klar eigentlich, ne? Ich hoffe, das sind Straßengegner. Ja, es sind nur Straßengegner. Ja, super duper. Ganz normale Gegner. Hey, das freut mich aber jetzt ein bisschen. Da können wir das Hauptkartenspiel ausrüsten und einfach einen ganz normalen Kampf bestreiten. Hirschi Boy, ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, ja, liebe Freunde. Ich hoffe, es macht euch noch ein bisschen Spaß, was ich hier mache. Wenn ihr alle sagt, boah, Kaius, lass es doch einfach. Dann überlege ich mal, wie es hier weitergeht. Weil ich, ernsthaft Leute, auf meinem Kanal ist echt mega tote Hose. Heute habe ich noch eine Abrechnung bekommen von meinem Netzwerk. Ich habe dann, ich glaube im April habe ich 29 Euro mit YouTube verdient. Dafür, dass ich jeden Tag hier ein Video rausbringe und ja... Ich finde das so ein bisschen schade. Ich würde gerne mal was anderes probieren. Aber auf der anderen Seite habe ich auch einfach Lust, Wizard 101 zu Ende zu spielen. Und möchte euch das natürlich auch nicht vermiesen. Das ist ja eigentlich klar. Das wäre auch echt gemein von mir. Und das, ich bin nicht einfach zu ehrgeizig für, ist einfach so, ne? Nach über 4 Jahren einfach Wizard 101 abbrechen. Das käme mir überhaupt nicht in den Sinn. Deswegen... Das ärgert mich zwar so ein bisschen, dass es dann so stagniert und nicht weitergeht, aber auf der anderen Seite denke ich auch, ja, dann ist es halt so. Ich habe es lang genug versucht, hier mal irgendwie Schwung reinzubringen. Ich hatte zwischendurch mal viel, naja, viel mehr will ich auch nicht sagen. Ein paar tausend Aufrufe mehr im Monat. Aber wirklich, wirklich gut gelaufen ist es hier nie auf dem Kanal, ne? Das heißt, das ganze Kanalkonzept mit Gaming ist hinfällig, es bringt nichts.
Deswegen lasse ich es jetzt einfach so, wie es ist. Aber das ist auch leider dann der Grund, warum es hier keine großartigen anderen Let's Plays in nächster Zeit geben wird. Eventuell. Ich habe ja hier über Black Desert Online gesprochen. Ich teste solche Sachen gerne zwischendurch mal aus, gucke, ob sich irgendwo was in irgendeiner Richtung tut. Online-Games hauen ja meistens eher rein bei Zuschauern als Singleplayer-Spiele, wie zum Beispiel Colat oder Sniper Elite 4. Es gibt ein paar Leute, die finden das cool, aber damit kriege ich keinen neuen Zuschauer auf meinem Kanal, ist einfach so. Und man will sich ja auch mal irgendwie weiterentwickeln, ne? Naja, und ich habe coole Ideen, super coole Ideen. Ich habe auch, übrigens, wenn der Kanal hier irgendwann mal, ne, keine Ahnung, Mitte nächsten Jahres vielleicht, soweit ist, dass Wizard of the World zu Ende ist und ich mich neu orientiere, dann wird es hier nicht nur Gaming geben, habe ich schon gesagt. Es wird natürlich auch lustige Sachen geben, wie Vlogs und interessante Sachen wie Vlogs. Es wird auch gut gemachte Videos geben, also aufwendig gemachtere, schön gefilmte, wo ich vielleicht irgendeine Geschichte erzähle oder so, wirklich, wo ich mir auch echt Mühe gebe, was nicht unbedingt jetzt lustig ist. Oder auch informative Videos, ne? Kurz erklärt ist natürlich totaler Quatsch von mir, aber es wird vielleicht eine Kategorie geben auf diesem Kanal, wo ich ernsthaft Sachen erkläre. Und zwar gut recherchiert, gut vorbereitet und mit netten Bildern und so weiter und so fort. Ich habe so viele Themen, wozu ich echt total viel erzählen könnte, die aber wirklich ausufern würden hier im Let's Play, was einfach auch langweilig wäre. Ja, da könnte ich wirklich gute informative Videos machen. Dieser Kanal wird dann so ein Mischmasch werden. Ich habe da nicht mehr die eine Linie Gaming, aber das ist mir auch egal. So. Das... So viel habt ihr dann jetzt von gehört von meinen geheimen Zukunftsplänen. Oh, ein Zauberer. Ich habe mein Zeitgefühl völlig verloren. Danke, dass du mich befreit hast. Du und Amelia Sternenstaub möchtet, dass ich dieses Stück Sternenglanz für euch segne? Es ist eiskalt. Und völlig leblos. So kann es nicht bleiben. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Unterfangen. Vorsichtig steckst du den glühend heißen Klumpen aus Sternenglanz in deinen Rucksack. Kevin ist ein Geist. Kein Loch hinein. Hoffentlich brennt er kein Loch hinein. Ach, du kleiner Scherzkeks, du. Jetzt... Dann haben wir jetzt noch zwei Türme vor uns. Und dann geht's endlich spannend weiter. Das ist jetzt nicht so spannend hier, ne? Ach, guck mal, das ist aber auch eine interessante Sicht hier, oder? Pass auf, das machen wir doch mal so. Steuerung G. Steuerung und G. Ich werde so oft gefragt, wie man die Zeichen wegmacht. Steuerung und G. Das Interface. So, das hier ist der Level. Die Alcazar-Ruine. Da oben ist blauer Himmel dahinter. Aber guck mal, hier ist so ein komischer grüner Ring, der sich hier drum dreht, hier rumdreht. Da hinten. Ich guck mal, ob hier hinter irgendwo was versteckt ist, zufällig. Nein. Es fehlt mir noch ein Teil, ne? Oh, wer ist denn da? Andrea Sturmwolke. Volle Putzkolonne. Du hast es geschafft. Ich bin sprachlos, Zauberwirker. Im dritten Turm lebt die Himmelsschlange. Sie ist ein wenig eigen. Ich hoffe, sie mag dich. Sei vorsichtig bei deiner Suche, Zauberwirker. Wenn du sie gefunden hast, bitte auch sie darum, den Sternenglanz zu segnen. Na klar. Aber erstmal heißt es wieder Fläschchen auffüllen. Moment, das ist schon aufgefallen. Aber ich habe einfach keine Lust, hier die Pips zu sammeln. Beziehungsweise, ich sage immer Pips, ne? Aber die kann man auch schlecht sammeln in der Alcazar-Ruine, muss ich sagen. Ich finde, die Lebensenergie sollte sich direkt
auffüllen, sobald man hier so ein Gebiet betritt wie ja, die Basis. So. Ist ja eigentlich Quatsch, dass das noch Zeit dauert. Zeit dauert. Was soll es sonst dauern, ne? So, auf zurück zur Alcazar-Ruine. Und direkt geht es in den nächsten Turm hinein. Bin schon gespannt. So, gucken wir mal, ob hier hinter was versteckt ist. Ja. Ein Schmetterling. Ist der Schmetterling ein Sammelobjekt oder sowas? Hä? Hm, also falls ich mal Schmetterlinge sammeln muss hier, weiß ich, dass es den hier gibt, in der Alcazar-Ruine, im dritten Turm. Nicht vergessen. Werde ich eh vergessen. Rasselfänger, 13 Elite. Auf sie! Auf sie mit Gebrüll! Oh, 4600, das ist aber echt viel für Straßengegner, oder? Hammer, oder? Das war früher starker Endgegner. Verpatzt, verpatzt. Mal gucken, was die mir angedeihen lassen. Weg, 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 weg. Ne, nicht weg. Hey, jetzt wird er wohl nicht das Babyfon schwach, schlapp machen. Die Janina Fräse hat mich gefragt, was ich schon länger mal fragen wollte. Warum hast du beim Gärtnern eigentlich sehr lange Schatzzitronen gepflanzt und geerntet? Die hattest du ja in Massen. Soweit ich weiß, droppen sie doch gar nichts Besonderes. Oder habe ich da was verpasst? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die irgendwie was Tolles bringen. Nee, stimmt. Genau, Janina. Ich glaube, die brachten viele Erfahrungspunkte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, das war's. Wenn man Megafutter für das Haus hier verschenken könnte, würde ich dir sehr gerne sehr viel davon geben. Ich habe so viele Couch-Potatoes, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie viele es sind. Von denen droppt man oft Futter, wovon das Haus hier jeweils 50 Punkte bekommt. Damit schaffe ich es, das Haus hier sehr schnell zu trainieren. Okay, gut. Couch-Potatoes hatte ich auch noch im Kopf. Ja, ne? Das ist wirklich total schade. Das ist super schade, dass man diese Sachen in-game nicht tauschen kann. Zumindest nicht in so einer ausgeprägten Form. Man kann Sachen natürlich verkaufen im Bazar und andere können das dann wieder ankaufen, aber dass man das einfach mal tauschen kann, geht nicht. Und ich glaube, Futter kann man gar nicht kaufen. Kann das sein? Gute Frage. Nee, ne? Also, Futter kann man nicht kaufen. Total bescheuert. Wisst ihr, es gibt so viele tolle Tiere, auch die so cool aussehen und jedes hat irgendwie dann, vielleicht, dann kann man noch was brüten und dann kriegen die coole Attribute und so. Aber warum muss man jedes Tier so ewig langwierig und langweilig trainieren? Das stört mich sehr. Das müsste geändert werden, finde ich. Weil dadurch kommt man gar nicht in den Genuss, alle Tiere mal auszuprobieren. Ich finde, das müsste viel, viel schneller und einfacher gehen. So sind Leute, die das gelegentlich spielen, überhaupt nicht motiviert, das immer zu machen. Macht ja auch keine Laune, keinen Sinn. Ich habe so viele coole Tiere in meinem Zuhause, wo sich bestimmt ein paar Schätze drunter verstecken. Aber echt, da habe ich keinen Nerv für. 1443, sehr schön. Das ist doch mal ein netter Rundenzauber, Rundenschaden. So, und dann gilt es jetzt als nächstes noch ein kleines Schlängelchen zu besiegen.
Mäusehelm der Belagerten, bla bla. Was sagt der Rucksack? Aha, okay. 39 von 50. Ich muss wieder aufräumen. Nur der Tod schleicht. Ach, die Schlange ist das. Ach, das sind auch ganz normale Straßengegner. Geil, oder? Traumhaft. Oh, die Folge ist zu Ende. Sorry. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Ciao.